steckt auch ein Alien in dir. Ich bin ein Alien, steckt auch ein Alien in dir. Ja, hallo Olga. Hallo Olga, ich bin Sören. Hi, bist du dran? Ja, ich habe hier ein bisschen Stress. Ich habe auch nicht produziert jetzt im Studio. Ist alles fast Licht aus. Ich bin jetzt nur kurz auf dem Sprung, weil ich wieder raus will, die Aliens rum. Pass auf. Was ich heute beobachtet habe, war heftiger Schatten. Ja, es war heftig. Ein Auto mit dem Indikator da drin, war auf einmal verschwunden. Ja, der Indikator war wieder drin und er fuhr 100 Meter vor mir. Und ich habe echt Gas gegeben. Ich habe wirklich Speed gegeben. Kannst du dir das vorstellen, Olga? Ja, pass auf, es ist ja so, und dass ich fuhr und er fuhr vor mir und dann auf einmal weg, wie ein Blitz, wie vom Erdboden verschwunden. Also stimmt es doch, diese Theorie, dass diese Autos zu UFOs werden und sie dann Trilliarden Jahre entfernt verschwinden. Ein Alien, steckt auch ein Alien in dir. Ich bin ein Alien, steckt auch ein Alien in dir. Aliens in Hamburg. Ja, Olga und ich waren TV-Komparsen bei einer Serie und der Sender hat die Serie eingestellt, weil es sich einfach nicht mehr gelohnt hat. Und von daher, also Olga ist schon im Rentenalter, sie ist Rentnerin und darüber hinaus, sie versucht mich immer mit Alkohol gefügig zu machen und ihre ganze Art, das ist total unnötig. Die Leute sagen mir schon, es ist unnötig. Was willst du mit der Olga? Wir kennen uns jetzt ein gutes Jahr. Sie hat mich öfters mal versucht ins Bett zu ziehen, One-Night-Stand, jetzt kommt sie wieder an. Mir geht's um die Aliens. Ihr geht's nicht um die Aliens. Ihr geht's darum, mich schön ins Bett zu ziehen und gefügig zu machen. Das ist halt Olga. Kann man auch nichts machen. Aber man sagt bekanntlich, dumm fick gut. Aliens in Hamburg. Aliens in Hamburg. Ich bin ein Alien. Lucky, das war ja nichts mit... Was hast du denn da? Was hast du? Ah, Olga will wieder ihren Willen durchsetzen. Ich fasse es nicht. Das ist ja irgendwie komisch mit dir. Komm, wir gehen jetzt. Ich finde euch. Jetzt wisst ihr, wo sie sich umziehen. Aha. Alte Kleidungsreste. Ich finde euch, Aliens. Keine Angst. Ihr wisst jetzt, wo sie sich umziehen. Und da hinten sind ihre Behausungen. Da, wo das Grün ist. Der grüne Balkon. Auf jeden Fall. Ja, ich kann jetzt nicht weiter ranzoomen, aber hier kommt jetzt was auf dem Channel, was auf jeden Fall für Furore sorgt. Bei Lidl habe ich die Aliens gesehen und da hinten, wenn eine Wohnung frei ist, da übernachten sie. Ich weiß, wo ihr seid.